Ja, wunderbares Hallo vom Zentrum für Yoga aus einem Stau heraus. Ein paar Gedanken über die Reizblase. Wer das nicht kennt, die Reizblase ist eine medizinische Ausschlussdiagnostik. Sprich, wenn die Patientin, der Patient Probleme mit dem Wasserlasten hat, Krämpfe hat in der Blase, Schmerzen vielleicht und man medizinisch in der Untersuchung nichts findet, keine Entzündung, keine Defekte, keine Engpässe, dann spricht man von einer Reizblase. Das heißt, schulmedizinisch kann man es nicht behandeln, ursächlich, weil man keine Ursache hat. Und die Reizblase hat somit auch zu tun mit vielen anderen Dingen. Das heißt, wenn die Funktion eingeschränkt ist, muss das nicht immer medizinisch sein, klinisch, nachweisbar, messbar. Das kann natürlich sein, aber im Hintergrund kann immer, auch wenn man Viren, Bakterien finden würde bei Entzündungen, immer die Psyche, der Geist, die Emotion, die Energetik, was auch immer, der Auslöser sein. Und da wird oft nicht geguckt, naja, sie haben nichts, nichts findbar, Reizblase, da können wir nichts machen. Das wird natürlich meist nicht so gesagt, sondern naja, da machen sie ein bisschen Tee trinken, da machen sie da ein bisschen Wickelbäder, aber es bringt halt alles nichts. Und die Reizblase hat viel zu tun mit Entgiftung zum Beispiel, Ausleitung, Ausscheidung. Wenn man nicht richtig loslassen kann, muss das nicht immer im Darm sein, es kann auch in der Blase sein. Loslassthema. Die Blase hängt zusammen mit der Niere. Energetisch, Niere und Blase in der chinesischen Medizin haben zu tun mit dem Element Wasser. Und die Niere ist paarig angelegt, somit eine Paarbeziehung. Vielleicht auch Thema Sexualität. Denn viele Frauen, die Blasenentzündungen haben, sehr häufig, öfters, haben vielleicht ein Problem mit der Sexualität. Und da guckt man oft nicht dahinter, was haben die Menschen in ihrem Leben erlebt, in der Vergangenheit. Man kennt es vielleicht so Kindheitstraumen, wo einem vielleicht gar nicht mehr bewusst sind. Aber im Untergrund immer noch arbeiten. Somit Blase, Thema Loslassen, Thema Sexualität. Ja, so viel zum Thema Reizblase. Und was kann man dann tun? Nun, den Konflikt lösen. Und wenn man daran arbeitet, findet man vielleicht irgendwann den Weg von außen nach innen, damit man die Thematik der Reizblase lösen kann. Denn wenn ein Konflikt da ist, dann führt er immer zu irgendwelchen Blockierungen. Konflikt, das nennt man Spannung, innere Anspannung. Und wenn die Blase sich anspannt, verkrampft sich vielleicht die Blase. Und dann hat man Schmerzen, Krämpfe, Druckgefühl und man kann vielleicht die Blasen nicht richtig entleeren. Ich würde gern mal loslassen, mich entspannen, aber ein Konflikt innen führt immer dazu, dass eine Grundspannung da ist. Oder ich möchte loslassen und der Körper tut sofort wieder zusammenkrampfen. Ein weiteres Thema, Blase, Niere, Element Wasser. Die Niere und die Blase haben zu tun mit Angst. Man kennt die Redewendung, sich vor Angst in die Hose machen. Angst vor was? Vor Sexualität, vor dem Loslassen. Andere Ängste, die in einem vergraben, verborgen sind. Wie
wie kann man das lösen? Nun, man muss dran arbeiten. Vielleicht braucht man jemanden, der einem dabei hilft. Und dann kann man solche Dinge anpacken. Und das Problem bei der Reizblase ist nicht, dass man nichts tut, sondern dass man in der Schulmedizin gesagt bekommt, sie haben hier eigentlich nichts. Das sagt man vielleicht nicht so direkt, aber wenn man keine richtige Ursache findet, was will man dann wirklich tun in der Schulmedizin? Und die Alternativmedizin hat ganz viele Dinge parat, gerade auch auf der psychologischen Ebene. Und vielleicht sind euch schon einige Themen hochgekommen, in Anführungszeichen. Was sind für Ängste verborgen? Was sind für Konflikte? Wo kann man nicht loslassen? Wo verkrampft man? Und ja, wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, schreibt in die Kommentare, was ihr noch so wissen möchtet. Dann werde ich dazu noch ein Video machen. Ansonsten schaut euch auf YouTube das Video über Wasser an, das fließende Element. Wasser, Sakralchakra, Sexualität. Da gibt es noch viele weitere Infos. Ja, und so sage ich danke fürs Zuhören, Zuschauen. Gerne bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.